Cartoons der 2000er Jahre sind eine Sache für sich. Es gibt manche, welche sich nach wie vor sehr stark etabliert haben und wovon die Leute heute noch erzählen. Und dann gibt es auch noch die Cartoons, welche zwar als sehr positiv in Erinnerung gewesen sind, aber dennoch eher in den Hinterkopf gerückt sind. Und von so einem Cartoon werde ich in diesem Video etwas mehr erzählen. Während die beiden Stiefbrüder Phineas und Ferb die absoluten Experten darin sind, wie man die Sommerferien nutzen kann, bleibt das Wochenende für vier Freunde offen, welche ihr Leben besonders an den letzten drei Wochentagen so richtig lebendig gestalten. Ich rede von Wochenendkids. Ich denke mal, ein paar wenige werden die Cartoon-Serie kennen. Ich für meinen Teil habe sie mit dem Video zum ersten Mal richtig angeschaut. Irgendwie hatte ich diese Show nie so ganz auf den Schirm, aber ich wusste, dass sie existiert. Und da ich mich sowieso mal an so viele neuen Cartoons ranwagen wollte, dachte ich, dass Wochenendkids eine passende Animationsserie ist. Aber genug für den langen Geplappere, beginne ich mit dem Video. Wenn euch das Video gefällt und ihr nichts mehr von meinen Cartoon verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Die Wochenendkids oder auch im Original The Weekenders. Wie zu erwarten ist der Cartoon von Disney, was man sicher schon am Titel sehen kann. Die Serie basiert auf keiner literarischen Vorlage und wurde von Douglas Langdale gemacht, welcher nicht nur der Schöpfer von Wochenendkids und Barbaren Dave ist, sondern auch noch bei vielen anderen Serien der 90er und 2000er Jahre wie Darkwing Duck, Jaffas Rückkehr, Erdwurm Jim oder Familie X mitgearbeitet hat. Die Serie verlief über einen Zeitraum von 4 Jahren und hat am 26. Februar 2000 auf ABC das erste Mal das Licht der Welt erblickt. Aufgeteilt wurde die Serie in 4 Staffeln mit ganzen 23 Episoden in 39 Folgen. Es wird unter den Genres Comedy und Slice of Life gelistet. Und Slice of Life bezeichnet einen Ausschnitt aus dem Alltag einer Person oder fiktiven Figur, nur um das mal kurz erklärt zu haben. Genug geballte Informationen, komme ich mal auf die eigentliche Serie zu sprechen. Das Intro der Show ist sehr eigen. Zum einen hat es einen großen Nostalgiewert, was sich, denke ich, danach richtet, ob man die Serie als Kind gesehen hat. Zum anderen hat es allerdings keinen großen Ohrwurmfaktor. Ich meine, der Text ist ganz nett, aber es hat nicht so den Effekt, dass es im Ohr bleibt. Im Endeffekt geht es im Text des Openings darum, was man alles so am Wochenende machen kann und wie viel Spaß es machen kann, die verschiedenen Dinge zu machen. Dabei werden neben Aktivitäten, wo man sich bewegt, auch Aktivitäten genannt, wo man einfach nur faul ist und Videogames zockt und Cartoons schaut. Das klingt irgendwie sehr nach mir. Und dann noch, dass 2 Tage nicht reichen und endlich Wochenende ist. Ich meine, das Opening gibt schon an, worum es hier geht. Aber ich denke, ihr versteht meinen Gedankengang. Visuell wurde das Ganze sehr gut gestaltet. Ich meine, wir haben hier bunte Hintergründe, wo die einzelnen Charaktere abgebildet sind und dazu auch die Namen, welche alle von oben nach unten stehen. Und jeder hat einen anderen Hintergrund. Dabei gibt es immer wieder kleine Szenen vom Wochenende. Auch wenn ich manche Effekte hinterfrage, wie diese random Pause oder auch die Videospielszenen, wo sie sich im Takt mit der Musik bewegen. Doch so viel dazu. Denke, eine Sache, welche ich noch ansprechen sollte, bevor ich zum Kern komme, wäre die Optik. Was mir zuerst auffällt bei diesem Zeichenstil sind diese mickrigen kleinen Augen. Und egal seit wann ich den Cartoon kenne, immer womit ich den Ansatz verbinde, sind diese kleinen Augen. Dazu kommen auch noch die sehr stark unterschiedlich ausgeprägten Kopfformen. Entweder der Charakter hat einen ziemlich langen Kopf, der nach oben immens hochgezogen ist, oder auch in die Breite. Manche sind auch so speziell, dass man selbst die Nebenfigur im Gedächtnis behält. Ist aber nur meine Ansicht. Und im Ganzen stört mich jetzt diese Anzahl jetzt nicht. Hat was Eigenes, was es auszeichnet. Und das ist doch heutzutage wichtig. Die Charaktere. Die Charaktere des Cartoons sind schnell offensichtlich. Wir haben hier 4 Kids, welche unterschiedlicher nicht sein können, aber dennoch ein gutes Quartett ergeben. Im Laufe der Serie lernt man jeden einzelnen besser kennen, was darin liegt, dass die Serie sehr charakterbezogen ist. Reden wir zuerst über den Hauptcharakter. Und ja, ich weiß, im Prinzip sind alle 4 gleichermaßen wichtig und Hauptcharaktere. Aber ich muss sagen, Tino sticht da immer etwas hervor, wie ich finde. Mit ganzen Namen heißt er übrigens Tino Toni Tini, was ein sehr passender Nachname ist, wenn ihr mich fragt. Er leitet den Einstieg in jeder Folge und auch das Ende der Folge ein. Auch wenn es Ausnahmen gibt, ist das sonst immer der Fall. Der Blondschopf ist ein Einzelkind, welches alleine bei seiner alleinerziehenden Mutter lebt. Sein Vater lebt übrigens noch, nur ist dieser weit, weit weg. Er hat gewisse Komplexe, wie dass er gerne mal etwas überreagiert und auch Dinge komplett übertrieben wahrnimmt. Er ist sehr durchschnittlich, hat aber diesen gewissen Nerd-Faktor, da er unter anderem Comics und Videospiele liebt und sich auch schnell für Dinge begeistern kann. Weit im Bunde ist Lore oder auch Lorraine McQuarrie. Anders als Tino ist dieser sportlich und man verbindet sie in erster Linie mit Sport, weshalb man sie oft mit verschiedenen Sportarten vorfindet. Allerdings ihre Fähigkeiten sich vielmehr darauf ausruhen, statt ihrer Intelligenz. Sie hat eine sehr zynische Art, kann auch sehr schnell ausrasten und unfreundlich sein. Sie hat eine etwas größere Familie mit einfach mal 14 Brüdern. Und wenn man bedenkt, dass sie das einzige Mädchen dabei ist, dann frage ich mich, ob sie nicht etwas Inspiration für eine zukünftige Serie sein könnte. Auch wenn sie ein Mädchen ist, wird sie sehr häufig mit jungtypischen Dingen dargestellt, wie Sport
oder auch der Kleidungsstil, der in der Regel eher männlich ist, weshalb sie auch als Tomboy bezeichnet werden kann. Ja, es gibt irgendwie für alles einen Begriff. Dann haben wir noch Tisch. Tischs ganzer Name ist übrigens, sorry wenn ich das jetzt falsch sprechen sollte, Petra Tischkowna Katsoufrakis. Ein Name, welcher daher kommt, dass sie aus einem jüdischen Haus kommt und besonders ihre Eltern einen sehr starken jüdischen Akzent haben. Keine Sorge, das nicht lange dauern. Ich habe einmal gewonnen, Schweinebaumelwettbewerb in alter Heimat. Sie ist bei weitem die Schlauste von allen und interessiert sich für Dinge, wofür sie nicht jeder begeistern kann, wie Shakespeare und andere kulturelle Anlässe. Dennoch passt sie sich den anderen an, auch wenn es manchmal aufgrund ihrer Intelligenz zu Problemen kommt. Zudem ist sie künstlerisch begabt und auch sozial sehr aktiv. Ich glaube, bei manchen ist sie am meisten im Kopf hängen geblieben. Dann haben wir noch den vierten im Bunde, und zwar Kawa René Descartes. Er sieht sich als der Gute der Truppe, wobei das auch manchmal gewisse Komplexe in ihm auslöst. Er hat eine gewisse Vorliebe für Essen und auch für Schuhe. Wobei ich mich auch frage, ob er mehr Schuhe als ApoRed hat. Er hat übrigens einen kleinen Bruder namens Todd und eine ältere Schwester namens Penny, welche das Leben im gemeinsamen Haus nicht gerade einfach machen. Dann gibt es auch noch die jeweiligen Eltern, welche auch eine Rolle spielen, allerdings meist eher als Ratgeber, wenn die einzelnen Kids nicht mal weiter wissen und weise Worte brauchen. Viele der Eltern sieht man ja selten, allerdings sieht man die Eltern von Tisch gefühlt etwas häufiger, vielleicht weil sie teils eine etwas unheimliche Art an sich haben. Wie man aber am meisten sieht, ist Sinus Mutter, welche in manchen Folgen sogar mehr in den Vordergrund gerückt wird. Ich kann teilweise sogar schon Gedanken legen und weiß, was ihr sonst sagen will. Was hier auch als ein Running Gag benutzt wird. Es ist wegen mir und Kawa. Habt ihr zwei euch gestritten? Ja, und... Und ihr wolltet Law und Tisch auf eurer Seite haben und jetzt reden sie nicht mehr mit euch. Du hast mir versprochen, nicht mehr meine Gedanken zu lesen. Ich kann nichts dafür. Das ist bei Müttern so üblich. Dann gibt es doch weitere Charaktere, welche oft in einer Folge zu finden sind und dort eingesetzt wurden, um die Handlung voranzubringen. Diese bringen entweder die Truppe durcheinander oder trennen einzelne Personen dadurch für dieses Wochenende oder sonstiges. Was mir aber auch beim Schauen aufgefallen ist, ist, dass die meisten Charaktere in jeder Folge das gleiche Outfit anhaben. Zwar folgen sie alle so ein gewisses Kleidungsschema, allerdings variieren sie komplett mit dem Outfit. So tragen sie beispielsweise andere Schuhe oder ein anderes Oberteil als in der letzten Folge. Ich meine, es kommt der Realität deutlich näher, weil ich kenne wenige, die nur das gleiche in der Freizeit tragen. Ich wollte es nur deswegen erwähnen, weil es in vielen Cartoons teilweise auch nur ein Gag ist, dass die Charaktere in der Regel immer das gleiche tragen. Und wenn sie ihren Kleiderschrank öffnen, haben sie mehrere Sets vom selben Outfit. Hier ist das allerdings nicht so. Doch komme ich nun vielmehr zum Aufbau der Serie. Jede Folge folgt in gewisser Weise einer gewissen Formel. Und zwar werden die kurzen, 11-minütigen Folgen immer in 3 Tage aufgeteilt, was dem Wochenende entspricht. So beginnt jede Folge am Freitag und das mit einem deutlichen Übergang und Einblendung des Tages. Hier wird immer die Handlung der Folge eingeleitet, wozu ich aber später noch komme. Häufig leitet Tino die Folge ein und erklärt kurz, was Sache ist. Dabei wird immer der Hintergrund schwarz und weiß, sodass es mehr den Anschein macht, er redet mit uns Zuschauern, was vor allem damals gar nicht mal so selten genutzt wurde. Dann kommt auch der Samstag, in dem einerseits die Handlung der Folge aufgebaut wird und zum anderen gerne auch mal kleine Spannungen aufgebaut werden. Häufig ist das der längste Teil der Folge, was vermutlich daran liegt, dass der Samstag regulär am meisten genutzt wird. Der Sonntag ist dann der letzte Tag des Wochenendes, an welchem die ganze Handlung zu einem Ende geführt wird und meistens kommt es auch noch zu einem Twist, den die ganzen Handlungen und die thematisierten Folgen komplett auf den Kopf stellt. Das ist sozusagen die Auflösung des Problems, welches in der Folge aufgebaut wird. Und so ist im Prinzip jede Folge aufgebaut, was die Serie zum einen auch auszeichnet, aber zum anderen auch strukturell nicht darstellen lässt. Doch was sich auch nicht ändert, ist der Ort. Das ganze Geschehen spielt meistens in der Stadt Bahia Bay, welches in Südkalifornien liegt und im Grunde eine Strandpromenadenstadt zeigt, welche der Hauptschauplatz wird. Man variiert hier immer von den einzelnen Flecken der Stadt, so hat man nicht nur den Strand, der genutzt wird, sondern auch gewisse kleine Imbissbuden, die gerne mal random Gewinne verteilen. Dann haben wir auch noch das Einkaufszentrum, welches auch ein beliebter Showplatz ist. Das Kino sieht man auch hin und wieder mal. Und auch die Schule sieht man hin und wieder, wenn auch nur am Freitag. Dann sieht man immer wieder mal die Häuser, in welchen die 4 Kids hausen. Man hat auch noch ein paar weitere nette Orte von Bahia Bay, welche sich ab und zu mal außerhalb oder irgendwo in der Stadt tummeln. Aber ich denke, ein Ort, welcher die Serie auszeichnet, ist die Pizzeria mit dem Namen Pizza Paloa. Und das ist wirklich schon eine einzigartige Pizzeria. Auch wenn es der gleiche Pizzamann ist, welcher die Pizza serviert, ist es immer ein komplett anderes Szenario, wie die Pizza serviert wird. So ist der Pizzaladen mal eine Eishalle, ein kompletter Zirkus, bei welchem die Pizza mit Tricks serviert werden, eine prähistorische Pizza, bei welcher Dinosaurier und Höhlenmenschen die Pizza gleichermaßen genießen können, eine Pizza, welche auf einer Spionagemission nicht fehlen darf, und so weiter. Ich denke, ich könnte diese Liste noch ewig füllen und noch viel weiter ergänzen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Was ich aber auch noch dazu sagen muss, ist, dass selbst das Äußere von Pizza Palo immer exakt angepasst wird am aktuellen Thema des Lokals. Und auch der Name an sich wird sehr oft angepasst, worunter auch sehr viele Wortspiele zu finden sind. Oder sie sind angelehnt an gewissen Filmen oder anderen Werken, wie Prison Pizza
oder auch Sherlock Pizza. Aber hey, ich meine Discount Pizza mit Pizzas im Sale ist doch eine amüsante Idee, sein Gebäck zu verkaufen. Was ich mich wirklich frage ist, wie schnell schafft der Pizzamann es einfach sein ganzes Lokal von innen und von außen so umzubauen, dass es immer perfekt auf das Thema angeschnitten ist, und wie viel Geld macht er bitte mit dieser Pizzeria? Das alles zählt mitunter zu den vielen Running Gags. Bei Wochenendgags gibt es sehr viele Running Gags, welche immer wieder auftauchen. Nicht nur er ist einer, sondern auch oft die Inuit-Dame, welche einfach mal die abscheulichsten, aber kulinarischen Gerichte aus der ganzen Welt serviert und dabei genau erklärt, wo sie herkommen und wie sie hergestellt werden. Auch wenn es selten wirklich appetitlich klingt. Was sie neben ihrem Wissen über ausländische Lebensmittelkulturen auch ausmacht, ist ihr Sprachfehler, den man schnell raushört. Selbst die Charaktere sind so ein gewisser Running Gag. Die Eigenschaften der Charaktere werden mit gewissen Gags dargestellt, welche sich alle paar Folgen wiederholen. Auch wenn man das als Charakterzüge sehen kann, könnte man das auch als Running Gags betrachten. Ich denke, man wird verstehen, was ich meine, wenn man mal mehr auf die einzelnen Charaktere achtet und die Eigenschaften, womit man sie kennt. Selbst das Ende der Folge könnte man auch als Running Gag oder auch schon als Teil der Formel einordnen, in welcher Tino sich vom Zuschauer persönlich verabschiedet und dann immer die gleichen Worte sagt. Bis dann, Wirsing! Er sagt tatsächlich immer Wirsing, ein Wort, welches selbst manchmal in dem Folgenkurs angesprochen wird. Wirsing ist übrigens eine Unterart des Kohlkopfes. Ob er vielleicht mit dem Kohlkopfhändler aus Avatar was zu tun hat? Diese ganzen Running Gags sind auf jeden Fall ein Teil des Humors der Serie. Und zwar ist der Cartoon unter Comedy gelistet und ja, der Humor der Serie ist okay. Man erkennt zwar die Jokes, welche gemacht wurden, und man merkt auch, dass manche Stellen nur da sind, um den Zuschauer zum Grinsen zu bringen. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich jetzt nicht wirklich gelacht habe und die Witze nicht so ganz mein Geschmack waren. Ich meine ja, die ganzen Gags und auch viele andere Momente sorgen immer wieder für Lockerungen, damit die Handlung nicht zu ernst vonstatten geht. Nachdem ich euch den Aufbau und die Charaktere der Serie erklärt habe, stellt sich die Frage, welchen Handlungen geht die Serie nach? In den Handlungen wird meistens immer eine der vier mehr in den Vordergrund gestellt und erlebt in dieser Folge etwas Besonderes, was meist eher negativ ist, da die Folgen immer mit gewissen Problemen handeln, welche am Ende der Folge gelöst werden sollen. Manchmal geraten die vier Kids auch in eine Sache rein, wie als sie versuchen wollten, für eine Journalistin ihre andere Seite zu zeigen, wie sie sonst nicht sind. Oder als die Kids mit der Großmutter von Lore feststecken und sich dann gegenseitig wahre Geschehnisse von peinlichen Feiertagen erzählen. Viele der Folgen haben auch mit Freundschaft zu tun. So gibt es Folgen, welche ein Charakter verhindert ist oder auch Probleme hat, welche der Charakter lösen muss. Manchmal haben sie sich auch aus gewissen Gründen in der Wolle, sei weil einer eifersüchtig ist auf den anderen oder weil ein Charakter etwas vermasselt hat, was dem anderen sehr wichtig war. Und das zieht sich über die ganze Folge. Im Grunde sind es alles Szenarien und Dinge, die im echten Leben auch passieren könnten. Wenn auch die Wahrscheinlichkeit nicht immer so ganz hoch ist. Es gibt doch einfach mal eine Folge, die darum geht, dass Tish auf einmal durch einen Random Clip berühmt wird und sie sich dann grundlegend durch den ganzen Fame sehr stark verändert, was besonders hier deutlich wird. Es gibt aber auch Folgen, welche etwas mehr emotional werden, vor allem da sie die Bindung der Charaktere deutlich näher zeigt. So handelt eine Folge davon, dass Tino am Vatertag seinen leiblichen Vater nicht sehen kann und er sich dann immer wieder Gedanken macht. Sich aber seine Freunde bemühen, dass er dennoch den Vatertag mitfeiern kann, was doch echt schon eine schöne Folge war. Und ja, anhand der zwei Folgen merkt man unter anderem, wie sehr charakterbezogen die einzelnen Folgen werden. Aber was sicher feststeht, so gut wie jede Folge hat eine Moral oder Aussage, welche es uns mitteilen will. Eine Moral, welche die Kids erst durch das ganze Wochenende lernen, damit das Band der Freundschaft nicht zerbricht. So wird in einer Folge jemand gezeigt, welches sein ganzes Leben nur arbeitet und sich nie Zeit für Freunde oder so nimmt. So die Moral. Arbeite nie die ganze Zeit, sondern investiere auch Zeit, um mit anderen Zeit zu verbringen. Oder auch eine Folge, bei welcher vier Kids versuchen wollen, neue Freunde zu finden, welche besser zu ihnen passen. Doch am Ende wurde gezeigt, dass man nicht immer komplett gleich sein muss, um befreundet zu sein. Wie als Tino einfach mal der 1.001.000 bei einem Stand ist, wie random das auch immer war, und dann einfach zwei Karten bekommt und er sich dann eine Person aussuchen muss. Manchmal gibt es auch Folgen, welche sich mehr um die Liebe drehen und die Charaktere sich verstellen, um der anderen Person zu gefallen. Sei es vom optischen her, als auch von der Art. Ich könnte noch einige Folgen kurz beschreiben, aber ich denke, das reicht für einen Überblick. Schlussfolgernd kann ich sagen, dass die Folgen zwar sehr solide sind, sich die Folgen aber oft ja nur wegen der Struktur oder den Charakteren etwas hervorheben. Disney Wochenendkids ist eine Show, welche die Zeit komplett verschlungen hat und Menschen, welche keine wirkliche Verbindung dazu haben, nicht den Wunsch hegen, dass die Serie wieder kommen soll oder gar eine Neuauflage gemacht werden soll. Es gibt zwar noch vereinzelt Liebhaber der Serie, welche die Folgen gerne wieder auf Disney Plus hätten, was zwar möglich ist, aber nicht so in hoher Priorität von Disney Plus steht. Vor allem, da man ja einfach mal einen Großteil der Folgen auf YouTube schauen kann, auch wenn die ersten gar nicht mal so einfach zu finden sind.
Daran ziehe ich die Annahme, dass es eine der Serien ist, wo es dem Machen egal ist, ob man sie auf kostenlosen Videoplattformen schauen kann oder nicht. Seit über einem Jahrzehnt hört man nichts mehr von der Serie. Manche Cartoon-Serien laufen nur für ein paar Folgen und damit war es es auch. Nicht jede Serie kann den Erfolg der bekanntesten Shows haben. Aber komme ich auch mal zum Fazit. Ich für meinen Teil habe die Serie gern geschaut. Es wird zwar nicht meine Lieblingsserie, dennoch mochte ich den Cartoon allein schon vom Aufbau und auch der Idee her. Denn das ist das, was den Cartoon so wirklich ausmacht. Die Charaktere sind alle top und auch die kleinen Running Gags, welche sich tummeln, oder die amüsanten Momente waren okay. Für mich ein Cartoon, welchen man durchaus schauen kann, ich es aber nicht auf eine Must-Have-Scene-Liste oder so packen würde. Es ist leider etwas in die Jahre gekommen. Auch wenn es diesen 2000er Jahre Flair hat, wird es meist nur die Leute ansprechen, welche damit aufgewachsen sind oder zumindest die Cartoons der Zeit genossen haben. Disney Wochenendkids, die Meister des Wochenendes. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich vom Video. Mich würde jetzt auch interessieren, wie ihr zu Wochenendkids steht, ob ihr es gesehen habt und ob ihr es gerne mal anschauen möchtet. Habt ihr einen Lieblingscharakter oder Lieblingsfolge? Und welche der Pizzerien war euer Favorit? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie immer freue ich mich sehr, eure Kommentare zu lesen, wie dem auch sei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Johnny, bye bye.